Der ist im Vorteil, der weiß, wie Menschen ticken. Das ist manchmal ganz komisch, ja, wie Menschen funktionieren, aber gerade hier im Network und im Vertrieb meinen ja doch viele, sie müssen von Anfang an mit dabei sein, damit sie das ganz große Geschäft machen. Insofern bietet jede Produktneueinführung immer die Möglichkeit, das Geschäft wieder von vorne zu beginnen. Wir stehen ja jetzt wieder vor 4 neuen Produkteinführungen bei Forever. Jedes neue Produkt ist quasi ein Neustart deines Unternehmens. Jedes neue Produkt bietet wieder die Möglichkeit zu werben, weltweit neu, neu im deutschen Markt, neu in Österreich, die Chance, bei der Stunde Null mit dabei zu sein für neue Vertriebspartner. So, 4-mal haben wir diese Chance jetzt wieder. Das heißt, wenn neue Produkte kommen, wenn ihr das erfahrt auf der Rallye in Amerika, dann geht es immer darum, klärt so schnell wie möglich ab, wann wird welches Produkt da sein und beginnt so schnell wie möglich neue Vertriebspartner zu gewinnen für dieses Produkt. Beispiel, Archie Plus, das erste Produkt, was wir von den 4 neuen jetzt in wenigen Wochen bekommen werden. Das Archie Plus wird ja jetzt schon, nur mal um so ein paar Schlagworte zu, wird ja jetzt schon als das natürliche Viagra gehandelt, ja, also als das Potenzmittel schlechthin. Verbessert die Durchblutung. Bessere Sauerstoff- und Nährstoffaufnahme, daher erhöhte Leistungsfähigkeit. Deshalb eben für die Sportler und für die Leute, die Leistung bringen, super interessant. Bessere Leistungsfähigkeit, bessere Ausdauer. Ich sag jetzt einfach nur mal so ein paar Schlagworte, die man überall nachlesen kann. Das wird ja detaillierter kommen. Das ist der Hammer. Das ist wieder ein Produkt, was in jeden Haushalt einfach rein muss und wo du eine komplett neue Vertriebsmannschaft innerhalb deines Teams zusammenstellen kannst und denen eine Weltneuheit mit an die Hand gibst. Ein Produkt, was es sonst eben in Deutschland und Österreich noch überhaupt nicht gibt. Sie können die Ersten sein, Sie können die Gunst der Stunde nutzen, Sie müssen damit dabei sein. Hier geht's richtig um Geld. Das steht auch auf der Webseite mit drauf. Dieses Desinfektionsgel, was wir für die Hände kriegen. Also durch Hund und durch viel Rumreisen und sowas haben wir sowas immer mit dabei. Die meisten trocknen die Finger aus, die Hände aus, stinken fürchterlich und und. Das, was wir da kriegen, ist der absolute Hammer. Ja? Also ein riesiges Marktpotenzial wieder, um eine komplette Diamond-Organisation von Null aus dem Boden zu stampfen und aufzubauen. Hammer. Die Sonnencreme zum Sprühen genauso ist ein absolutes Highlight und gut, das Fab, da müssen wir nicht drüber sprechen. Also wer da nicht den Anspruch hat, dass wir hier einfach mal Red Bull die Locken vom Dings blasen, weiß ich nicht, der hat es halt dann einfach nicht begriffen, was wir hier machen wollen. Ein paar Sachen sicherlich zum Mitschreiben. Arbeite Marketingplan konform, denn der Marketingplan ist wie ein Handlauf an einer Treppe, der dich genau dahin leitet, wo du hingehen sollst. Alle Incentives, die offiziellen Forever-Incentives, die im Marketingplan, in den Unternehmensrichtlinien drinstehen, zielen genau auf den gesunden Aufbau eines Geschäftes ab. 25 Erstlinienmanager, kann gar nicht oft genug angesprochen werden, ist das Einzige, was du hier in diesem Ding anstreben sollst und erreichen sollst. Finde 25 Personen für deine erste Linie, denen du zeigst, wie sie die Managerposition erreichen können. Der Forever Marketingplan belohnt die Breite und nicht die Tiefe. Du wirst keine Auszeichnung, keine besondere Honorierung bekommen, nur weil du in der 76. Linie ganz hervorragend arbeitest. Aber du wirst die höchste Bonusstufe erreichen, wenn du 25 in der Erstlinie hast. Deshalb würde ich doch erstmal das Pflichtprogramm erledigen, bevor ich anfange, mir die Kür zu leisten. Führe nur durch Vormachen, sei Vorbild und lebe den Erfolg vor. Offener Terminkalender, E-Mail-Hotline, informiere über deine Aktivitäten, lass deine Leute mit dabei sein. Die größte Motivation für deine Downline, ich wiederhole das ganz bewusst nochmal, ist es, dich Monat für Monat aufsteigen zu sehen und alle 2 Monate mit einem neuen Pin an der Jacke. Denn dann wissen sie, in dem Laden bin ich richtig. Er oder sie, die wissen, wie es funktioniert. Und wenn ich irgendwo erfolgreich werden kann, dann in dieser Linie mit diesen Leuten an der Spitze. Die Leute sind dann stolz, motiviert in deinem Team zu sein und werden auch entsprechend arbeiten. Die meisten sterben an Unterforderung. Deshalb heißt das Motto fordern statt verwöhnen. Der Mensch wächst an den großen Aufgaben und großen Herausforderungen. Nochmal die Geschichte Schulwahl meines Sohnes. Denke groß und handle groß und enttäusch deine Downline nicht. Das ist ganz wichtig, denn die setzen in dich die entsprechenden Erwartungen und die solltest du auch erfüllen.
Stecke die Menschen in ein erfolgreiches System und sie werden erfolgreich werden. Dazu gilt es, ein Bild sicherlich zu malen, was jeder kennen muss. Schauen wir uns dieses Erfolgssystem von Forever nochmal an. Das muss jeder von euch verinnerlicht haben, das muss jeder von euch auch zu jeder Tages- und Nachtzeit mal aufmalen können. Forever-Distributoren sind immer solche Menschen. Warum? Sie nehmen die Produkte natürlich, sind gesund, sind fit, fühlen sich wohl und haben je nachdem -15 bis -30% Einkaufsrabatt. Ich schreibe mal -15 bis -30% Einkaufsrabatt. Macht die natürlich auch glücklich, weil wir alle Sparfüchse sind. Jetzt fange ich an, darüber zu sprechen, über die Produkte. Ich fange an, Kontakte zu machen, zu lächeln, Komplimente zu machen, mich vorzustellen, meine Story zu erzählen, Anzeigen zu schalten, meinen Fahnenmast mit meiner Fahne dran aufzubauen, Kontakte, Kontakte, Kontakte zu machen. So, und was gewinne ich jetzt? Ich gewinne sogenannte Kunden. Kunden. Was ist der Kunde? Der heutige Kunde ist der Vertriebspartner von morgen. Wichtig ist, alle sehen so aus. Kann auch mal ein Ausländer dazwischen sein. So, sind wir ja auch, wenn wir dann die Grenzen wieder überschreiten. Bin ich ja auch. So, jeder, sofern er es nicht hat, ab dem heutigen Tag 14 Tage Zeit, um 15 bis 20 Kunden zu haben. 15 bis 20 Personen, die gerade die Produkte testen. Und die musst du immer in Stock haben über deine gesamte Forever-Karriere. Willst du die Produkte günstiger einkaufen? Günstiger? Fragezeichen. Was sagt der gute Deutsche, der gute Österreicher? Nee, das sagt er nicht. Sagt, was muss ich dafür tun? Mach eine Bestellung ab 25 Verrechnungseinheiten. Nein, mach eine Bestellung ab 150 Euro, lass dich registrieren und ab dem Zeitpunkt kaufst du die Produkte günstiger ein. Was passiert jetzt? Ist er registriert, kauft ein, bekommt er am 15. des Folgemonats seinen ersten Scheck. Meistens klingeln die bei mir durch, manchmal muss ich bei denen auch anrufen. Hast du den Scheck bekommen? Ja, wofür ist er? Ist das Dankeschön, dass du bei Forever Living einkaufst. Perfekt. Aber wir wollen ja keinen kaufenden Kunden, sondern wir wollen einen aktiven Vertriebspartner. Das heißt, ein paar Tage später komme ich und sage immer zu, günstiger hast du es schon und du weißt, dass die Produkte gut sind. Möchtest du die Produkte kostenlos? Hiermit eliminieren wir alle Diskussionen und Fragen über den Preis der Produkte. Wie kann ich die Produkte kostenlos bekommen? Simpel und einfach. Hör mal zu, mein lieber Neuer. Du kennst auch viele Leute, die sich die Zähne putzen, die Haare waschen und eincremen. Lad mal ein paar Leute ein. Ich komme mit dazu, präsentiere mal Produkt und Geschäft und wir bauen auch für dich 15 bis 20 solcher Kunden auf. Kunden sind Vertriebspartner, die noch nicht eingeschrieben sind. Hat auch er 15 bis 20 Kunden, verdient er so viel Geld an der Einzelhandelsspanne, dass er seinen Eigenbedarf zumindest kostenlos hat. Das ist der Grundgedanke des Networks. Das Verteilen der Produkte ist die logische Konsequenz des Aufbaus einer Vertriebsorganisation. Ich lade die Person ein zum Success Day. Ich zahle die Eintrittskarte für diese Person zum Success Day und lade sie ein und nehme sie mit zu dieser Veranstaltung. Denn ich möchte diesen Vertriebspartner groß machen und entsprechend entwickeln. Und diese Investition von 20, 30, 40 Euro für eine Success Day Karte wird er mir über Provisionen, die ich an ihm verdiene, hundertfach wieder zurückbezahlen. Dann gibt es noch die letzte Frage. Willst du Geld verdienen? Er weiß schon, günstiger geht, kostenlos geht, willst du Geld verdienen? Was muss er oder sie jetzt machen, um Geld zu verdienen, um ein passives Einkommen zu generieren? Du frag doch einfach mal sie hier, ob sie die Produkte günstiger haben möchte. Wenn ja, schreib sie ein, es ist die erste Person in deiner First Line. Wir haben jetzt Ende Oktober im Jahr 2010. Wir bewegen uns momentan in dem Gesundheits- und Ernährungs-, Wellness-, Fitnessmarkt, der etwa diese Größe hat.
Und du wirst in deinem Geschäft bis Ende des Jahres dir vielleicht ein solches kleines Stück von diesem Gesamtmarkt rausgeschnitten haben. Lassen wir den Markt einfach mal wachsen. Du sollst also jetzt nicht schneller oder mehr arbeiten, sondern einfach nur weiter arbeiten. Und der Markt wächst weiter. Machen wir eine lange Geschichte kurz, verlängern wir einfach nur die Linien. Dein Geschäft wird durch die Größe und das Größerwerden des Marktes auch weiter wachsen. Das dritte, das vierte, das fünfte. Und wir verlängern einfach mal diese Linie. Dann können wir so in etwa umreißen, wie deine Zukunft, wenn du heute bewusst die Entscheidung triffst, mal so zu arbeiten, wie wir es jetzt besprochen haben. Mal nicht zu arbeiten, um gearbeitet zu haben, sondern zu arbeiten, um am Ende des Tages ein Ergebnis erzielt zu haben. Sponsorgespräch, was geführt wird, der erste Termin, wo ich mit einem Neuen zusammensitze. Das Sponsorgespräch, dann gibt es eine Hausaufgabe, die die Neuen kriegen. Die eine Hausaufgabe ist, teste die Produkte, schreib deine Ziele auf, schreib deine Namensliste auf und wir sehen uns wieder in 5 bis 7 Tagen. Zweiter Termin nach 5 bis 7 Tagen, Begrüßung, hinsetzen, schön, dass Sie wieder da sind. Lassen Sie uns den ersten Blick auf Ihre Namensliste, auf Ihre Ziele werfen. Tut mir leid, Herr Kipp, habe ich nicht mit dabei. Hervorragend, Sie erinnern sich, wo Sie reingekommen sind. Genau da geht es auch wieder raus. Tschüss. Namensliste, Ziele, alles okay. Ziele, das und das Einkommen, Potenzial, auch gut. Kurz mal ein paar Checkanrufe in der Namensliste. Mal gucken, ist das ein gutes Potenzial? Dann haben wir eine Grundlage für eine Erstbestellung. Hier ist eine Box. Die gebe ich dir 5 Tage, beziehungsweise bis wir uns wiedersehen, zum Testen. Dann kannst du entscheiden, wenn du einsteigst, wird sie ganz normal bezahlt. Wenn du nicht einsteigst, hast du die Möglichkeit, mir die angebrochenen Produkte zurückzugeben. Das Produkt soll nicht zu Hause stehen, sondern alles, was ich an Produkten habe, muss ich schauen, dass das so schnell wie möglich nach draußen kommt. Was reiche ich euch nach, wenn ihr euch hier anmeldet über das News Online? Das kürzeste und erfolgreichste Verkaufsgespräch, das kürzeste und erfolgreichste Sponsorgespräch, der erfolgreichste Telefonleitfaden in der Akquise von Neuen, das erfolgreichste Kontaktgespräch, die besten Anzeigentexte, die besten Ansagetexte für Anrufbeantworter, die erfolgreichsten Infoschreiben an Interessenten, was gebe ich raus, wenn sich jemand auf Anzeige gemeldet hat oder bei mir auf einen Anrufbeantworter gesprochen hat, was gebe ich ihm als Erstinformation, das richtige und erfolgreiche Meetingverhalten, das werden wir zukünftig auch in den Seminaren, in den Success Days und auf der EDA üben, die richtige und erfolgreiche Durchführung eines Meetings und die richtige und erfolgreiche Durchführung einer Telefon-, Video- oder Internetkonferenz. Das kommt alles per Leitfaden, muss man einfach dann erstmal nur ablesen und irgendwann hat man es dann in Fleisch und Blut. Aber es sind alles die Sachen, die mir geholfen haben, ganz nach oben zu kommen. Und das, was ich eingangs schon gesagt habe, mach doch erstmal den Double Diamond, verdien erstmal 200.000, 300.000 im Monat. Und wenn du dann mehr willst, dann besuchst du halt einfach nochmal ein anderes Seminar, hörst du nochmal was anderes an. Aber bis dahin langt das Dicke, was wir jetzt heute besprochen haben. Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Die Produkte wirken nicht besser, je länger du darüber sprichst. Das Geschäft wird nicht besser, je länger du darüber erzählst. Zu viel Reden provoziert meist Widerspruch, Überlegungen etc. Verlasse dich auf das, was du hast und was Forever seit über 30 Jahren wachsen lässt und erfolgreich werden lässt. Das Leben so in finanzieller Freiheit, Unabhängigkeit, absolutem Wohlstand, Gesundheit und, das ist schon erstrebenswert. Und wenn ich gerade so die jungen Burschen hier sehe, die haben natürlich noch einen riesen Vorteil. Ja? Die sind jetzt paar 20 oder sowas, die haben in 5 Jahren das Thema Geld verdienen erledigt, da sind die noch keine 30 und machen die nächsten 70 Jahre, trinken die nur noch Fab mit Wodka oder sonst so und haben dann viel Spaß. Also. Dann ganz herzlichen Dank, alles Gute und macht was draus.